Hallo, wir schauen uns heute von zwei verschiedenen Herstellern, und zwar von HZ und von Stahlwelle, zwei Ratschen an, die Halbzollratsche und die Viertelzollratsche, und schauen mal, ob es da Unterschiede gibt oder ob es am Ende eine Philosophiefrage ist, für welche Ratsche man sich entscheidet. Wenn dich nicht das ganze Video interessiert, sondern nur ein Teil davon, schau mal in die Beschreibung, da habe ich Kapitelmarken eingefügt, da kannst du zu dem Teil springen, der dich interessiert. Also bleib dran. Schauen wir uns zu Beginn die Viertelzollratschen an, HZ und Stahlwelle, die zwei Premium-Marken aus Deutschland. Beide sind in Deutschland gefertigt, beide sind Viertelzoll, beide haben einen Umschalter. Der Umschalthebel ist hier ein bisschen unterschiedlich. Und wir haben hier noch bei der Stahlwelle die Besonderheit, dieser grüne Knopf. Bei Stahlwelle nennt sich das Ganze Quick Release, das heißt, ich kann hier per Knopfdruck die Nüsse auswerfen. Ansonsten sind die verriegelt, die können also nicht aus Versehen mal runterfallen, wenn sie irgendwo sich verhaken. Das gleiche gibt es allerdings auch für HZ. Also auch die gibt es mit diesem Knopf zum Entriegeln. Der Version ist es jetzt ohne. Auch die Stahlwelle gibt es einmal mit und ohne Quick Release. Genau. Der Umschalthebel bei der Stahlwelle ist deutlich leichtgängiger als der von HZ. Ich finde, er ist ein bisschen schöner zu greifen, weil er so ein bisschen erhaben ist, so ein bisschen nach oben geht im Vergleich zu der von HZ. Da muss ich hier wirklich an die Ecke greifen, dass ich den Umschalter hier gut erwische. Also der geht dann auch deutlich schwergängiger, der geht sehr, sehr weich und lässt sich besser umschalten. Genau. Auf der Rückseite sehen sich beide sehr, sehr ähnlich, obwohl wir hier bei Stahlwelle so eine, ich glaube, dass das Plastik ist. Also vom Gefühl her ist das so eine Plastikabdeckung. Hier bei HZ haben wir noch ein Metall. Dann die Abmessungen. Die Ratschen sehen sich ja ziemlich ähnlich. Und jetzt schauen wir uns noch an, wie das Ganze in Zahlen ausschaut. 22,58 mm und HZ hat hier 21,92. Also es sind hier wirklich Millimeter an Unterschiede. Der Ratschenkopf bei der Stahlwelle ist ein bisschen anders geformt. Der geht hier bis 36,3 mm runter. Und bei HZ ist es ein bisschen kürzer von der Bauform, 34,16. Das sind jetzt nur ein paar Millimeter. Auch von der Länge her, wenn wir uns jetzt mal die von HZ anschauen, haben wir hier 115,22 und von Stahlwelle ein bisschen länger, 117,01. Genau. Also sind sich ziemlich ähnlich. Für mich jetzt hier der markanteste Unterschied, dass der Umschalter hier leichtgängiger und besser zu greifen ist. Vom Griff her fühlen sich beide relativ ähnlich an. Wir haben hier so eine Hartgummi-Plastikmischung, genauso wie hier auch, haben beide, liegen die gleich gut in der Hand für mein Empfinden. Von der Optik her haben wir hier eher so ein matt verchromtes, wobei hier bei Stahlwelle ist eher so blanker Stahl, wo man noch die Stahlstrukturen sieht, sieht ein bisschen, für meine Begriffe, ein bisschen schöner aus, wenn man hier die Stahlstrukturen sieht, weil hier dieses Matt-Chrom-Finish da. Wenn das mal runter geht, dann hat man hier solche kleinen Stellen, wo es dann nicht mehr ganz so schön ausschaut. Das ist allerdings Optik und Geschmackssache. Als nächstes schauen wir uns mal an, wie gut sitzen denn die Nüsse an dieser Viertelzollaufnahme. Ich habe dafür eine Stahlwelle 10 mm Nuss und eine HZ 10 mm Nuss. Werden die mal draufsetzen, mal schauen, ob es Unterschiede gibt oder welche, wo die Nuss am besten sitzt. Wir fangen mal an mit der Stahlwelle. 10 mm auf der Stahlwelle Knarre. Bei der Quick Release ist es so, dass ich muss diesen Knopf drücken, damit ich diese Nuss aufsetzen kann. Genauso muss ich den Knopf drücken, damit die Nuss runtergeht. Also ich kann hier nicht diese Nuss einfach aufstecken. Das kann Vorteil oder Nachteil sein. Also ich muss immer diesen Knopf drücken und dann sitzt die, kann ich die auch nicht mehr runterziehen mit der Hand. Also ich kann nicht aus Versehen sich lösen. Erst wenn ich diesen Knopf drücke, dann geht es wieder runter. Genau. Ich setze also jetzt diese 10 mm Nuss auf. Da fällt auf, dass wir hier doch ein bisschen Spiel haben. So ein bisschen wackelt das Ganze. Und probieren wir jetzt doch mal die HZ-Nuss aus. Und siehe da, wir haben fast kein Spiel mehr.
Das, was man hier noch wackeln sieht, ist jetzt quasi die Mechanik drin, dieses Zahnrad, das sich hier ein bisschen bewegen kann. Und wenn ich das festhalten würde, haben wir nur ganz, ganz leichtes Spiel. Also witzigerweise, die HZ-Nuss sitzt auf der Stahlwille-Ratsche besser als die eigene Stahlwille-Nuss. Schauen wir uns das mal an, wie das bei HZ ist. Also hier habe ich keinen Verriegelungsmechanismus. Das heißt, ich kann die Nüsse einfach aufstecken, aber auch ich kann die einfach runterziehen. Und ich kann die also auch mal, wenn die sich an einer Schraube verkantet, kann ich die also auch einmal die Ratsche einfach abziehen. Kann passieren. Und die Nuss bleibt dann irgendwo dran stecken. Genau, also wir haben hier die Stahlwille. Nuss jetzt auf der HZ-Ratsche. Wir sehen hier, auch hier haben wir dieses Spiel. Und wenn wir jetzt diese HZ-Nuss draufstecken, dann sehen wir auch ein bisschen Spiel. Bisschen weniger als wie bei der Stahlwille. Nuss allerdings, also ein bisschen was haben wir hier. Wenn ich jetzt den Mechanismus, also dieses Zahnrad hier ein bisschen festdrücke, haben wir das gleiche Spiel zwischen Stahlwille-Ratsche und HZ-Ratsche. Das, was hier ein bisschen mehr wackelt, ist quasi, dass dieses Zahnrad hier drin ein bisschen loser sitzt als bei dieser Stahlwille-Ratsche. Da hat man hier ein bisschen weniger. Es ist annähernd gleich. Also die HZ-Nüsse sitzen besser auf beiden Ratschen als diese Stahlwille-Nuss. Die Stahlwille-Viertelzoll-Ratsche hat 80 Zähne, dieses Zahnrad, was da verbaut ist. Und bei HZ haben wir 90 Zähne. Und wenn man hier diese Zähne so durchschaltet, durchratschen lässt, dann fällt sofort auf, dass die Stahlwille-Ratsche deutlich weicher ist, also viel weniger Kraft braucht als diese HZ-Ratsche. Es ist zum Beispiel hier so, wenn ich die Ratsche hier in die Hand nehme und dann ist es so, dass allein durch die Schwerkraft die Ratsche hier schon die Zähne durchschaltet, wenn die hier nach unten hängt. Bei HZ ist es so, wenn ich das auch probieren würde, also es hier nach unten hängen lassen möchte, dann passiert hier gar nichts. Also die bleibt, egal wie ich das hier mache, auch wenn ich sie ein bisschen anstups, die bleibt hier stehen. Also das fühlt sich deutlich schwergängiger an. Und ich habe noch so einen kleinen Versuchsaufbau, um das mal zu demonstrieren, dass die Stahlwille-Ratsche tatsächlich ein bisschen weicher ist. Ich habe jetzt hier ein Stück Holz, da ist eine Mutter eingelassen, eine Schraube in einem Schraubstock hier alles festgemacht. Und die Schraube ist jetzt so weit festgedreht, dass sie sich jetzt in der Mutter fängt. Das heißt, ich könnte jetzt hier mit der Bewegung hier die Schraube weiter reinschrauben. Und bei der Gegenbewegung ist es ja so, wenn die Schraube noch zu locker drin ist, kann ich ja hier lösen die Ratschenzähne noch nicht aus. Und ich müsste die quasi mit der Hand hier weiter fixieren. Und jetzt schauen wir mal, wie das bei der Ratsche ist, bei der Stahlwille-Ratsche. Also mit der Bewegung hier löse ich die Ratschenfunktion bereits aus. Und wenn ich jetzt die HZ-Ratsche nehme und stecke die hier drauf, dann ist es so, wenn ich in die Richtung gehe, ihr seht hoffentlich, also man hört nichts und die Ratsche löst es auch nicht aus, sondern ich drehe hier die ganze Schraube mit raus. Und die Ratschenfunktion wird hier nicht ausgelöst. Also die Stahlwille-Ratsche ist ein bisschen weicher verzahnt, das heißt, die Ratschenfunktion lässt sich eher auslösen, sodass ich hier schrauben kann, als wie bei der HZ-Ratsche. Also das sind hier kleine Nuancen nur, denn wenn ich ein bisschen weiter gehe im Gewinde, dann auch greift hier dann die Ratschenfunktion. Das sind wirklich nur ein paar Millimeter. Das, was man hier auch spürt, dass sie weicher verzahnt ist, lässt sich also auch an der Schraube demonstrieren, aber das sind wirklich nur Kleinigkeiten. Als nächstes wollen wir uns die Halbzollratschen anschauen. Im ersten Schritt werden wir uns mal die von außen anschauen. Da fällt jetzt hier schon mal auf, genauso wie bei den Viertelzollratschen, habe ich hier in der Mitte einen grünen Knopf, bei Stahlwille Quick Release genannt. Wenn ich hier drauf drücke,
kann ich die Nüsse entriegeln. Sie können also nicht aus Versehen runterfallen, sich verkanten. Das haben wir hier bei der HZ-Ratsche nicht. Allerdings gibt es auch von HZ eine Version mit diesem Knopf hier in der Mitte. Der Umschalter ist genauso wie bei den Viertelzoll-Ratschen, ist der von Stahlwille leichtgängiger. Er ist auch wieder ein Stück erhaben, wie man das hier von der Seite ganz gut sieht. Er lässt sich also mit dem Daumen besser greifen als wie der von HZ. Der geht ein bisschen schwergängiger und ich muss auch wirklich ganz unten ans Eck rangreifen, damit ich den Umschalter hier erwische. Ansonsten haben wir hier auch wieder zwei Ratschen, die in Deutschland gefertigt sind. Das wird auch gleich draufgedruckt, Made in Germany. Dann die HZ-Ratsche ist ein paar Millimeter länger, wie man das hier sieht. Die hat hier auch so ein Loch zum Aufhängen, wenn man das möchte. Also die ist ein paar Millimeter länger. Vom Griff her haben wir auch wieder die Situation, dass wir hier so gummierte Griffe haben. Das hier auf von meinem Gefühl her keinen Unterschied macht, ob ich jetzt die Ratsche in der Hand habe oder die. Könnt ihr selber mal ausprobieren. Dann haben wir hier die Halbzoll Aufnahme. Wenn wir jetzt hier mal hinschauen, haben wir hier 35,4 mm und hier haben wir 37,15. Das heißt hier, die HZ-Ratsche ist ein bisschen dicker. Wenn wir uns mal das Gehäuse jetzt hier anschauen, haben wir hier 17,92 und hier haben wir 20,03. Das sind ein paar Millimeter, wo das Gehäuse hier dicker ist. Diese Ratsche, sagt HZ, ist ja bis 1000 Newtonmeter belastbar. Bei Stahlwille habe ich leider nichts gefunden, wie weit die belastbar ist. Wäre mal interessant zu wissen, ob die deswegen vielleicht ein bisschen dünner ist in der Baumform, weil sie nicht ganz so belastbar ist, aber da habe ich nichts gefunden. Falls ihr das wisst, dann lasst es mich wissen. Dieser Ratschenkopf ist jetzt hier auch bei Stahlwille ein bisschen in die Länge gezogen. Wir haben hier 70,08 und hier bei HZ 66,30. Also rein vom Äußeren, von der Optik, ist es so, dass diese Ratschen sich sehr, sehr ähnlich sind. Im nächsten Schritt schauen wir uns auch an, wie gut sitzen denn die Halbzollnüsse auf dieser Halbzollaufnahme. Ich habe jetzt hier wieder eine 13 mm Stahlwillenuss und eine 13 mm HZ-Nuss. Und fangen wir mal an mit dieser HZ-Ratsche. Wir stecken hier eine HZ-Nuss drauf. Dadurch, dass ich hier keinen Verriegelungsmechanismus habe, kann ich die Nüsse einfach draufstecken. Und dann sehen wir, dass wir ganz leichtes Spiel haben. Das liegt aber jetzt nicht an dieser Halbzollaufnahme, sondern an dieser Konstruktion, dass dieses Zahnrad, das hier ja verbaut ist, dass sich das hier ein bisschen wackeln lässt. Wenn ich jetzt hier hinten drauf drücke und das Ganze ein bisschen fixiere, dann sieht man, dass die Nuss selber auf dieser Halbzollaufnahme sehr, sehr fest drauf sitzt und es eben der Mechanismus ist, der hier ein bisschen wackeln lässt. Zum Test schauen wir noch, wie das mit Stahlwille ausschaut. Stahlwillenüsse auch hier, so dass der Mechanismus wackelt hier und die Nuss selber sitzt sehr, sehr fest drauf. Wenn wir uns das Ganze bei Stahlwille anschauen, ist es ja so, ich kann nur eine Nuss aufsetzen und lösen, wenn ich hier diesen grünen Knopf drücke. Wenn ich hier dann die Nuss aufsetze, ist es so, dass wir hier auch ganz leichtes Spiel haben durch diesen Mechanismus. Wenn ich den festhalte, ist es auch so, hier sitzt die Nuss sehr, sehr fest. Genau. Ich habe hier ein ganz leichtes Spiel, ein bisschen weniger als wie bei der HZ-Ratsche. Also das Zahnrad scheint hier ein bisschen fester, enger verbaut zu sein. Wenn ich die HZ-Nuss drauf mache, sieht man auch hier keinen Unterschied. Auch die sitzt sehr, sehr fest drauf. Also die Nüsse sitzen beide sehr, sehr fest auf beiden Ratschen. Nur dieser Zahnradmechanismus, wenn man das hier sich anschaut, man hört es auch ein bisschen, ist hier ein bisschen wackeliger als der bei HZ, also hier bei Stahlwille kann ich kaum, also ein bisschen kann ich das bewegen, aber im Vergleich zu HZ lässt es sich hier bei der HZ-Ratsche ein bisschen mehr bewegen. Kommen wir zu einem Fazit. Von den Abmessungen optisch sind sich diese
Ratschen sehr, sehr ähnlich. Welchen Unterschied wir hier noch haben, die HZ-Ratschen sind beide mit 90 Zähnen verzahnt, Stahlwille mit 80. Also wenn man da noch diesen Rückholwinkel, diesen engeren braucht in sehr engen Bauräumen, dann muss man zu den HZ-Ratschen greifen, denn HZ gibt hier, glaube ich, an 4,5 Grad Rückholwinkel und Stahlwille mit 5 Grad. Wenn das entscheidend ist, dann zu den HZ-Ratschen greifen. Für mich ist noch ein anderer Punkt relevant. Ich finde diesen Umschalthebel von Stahlwille deutlich angenehmer. Er lässt sich weicher betätigen und besser mit dem Daumen greifen im Vergleich zu den HZ-Umschalthebeln. Und bei dieser Halbzollratsche haben wir hier ein bisschen mehr Spiel in dieser Aufnahme, verbaut mit dem Zahnrad. Also das wackelt deutlich mehr, als wie das jetzt hier bei den Stahlwille-Ratschen der Fall ist, bei den Halbzollratschen. Bei den Viertelzollratschen, da ist es ähnlich. Also da merke ich keinen Unterschied, da haben beide so ein leichtes Spiel. Hängt vielleicht auch so ein bisschen ab, wie die Fertigungstoleranz ist, also welches Gerät man dann letztendlich erwischt. Vielleicht ist es dann, wenn man jetzt hunderte Ratschen nimmt, vielleicht ist es dann auch wieder egalisiert. Das ist jetzt soweit mein Eindruck von diesen beiden Ratschen. Ich muss mich also nicht entscheiden, denn ich habe beide Ratschen und ich hoffe, ich konnte euch mit dem Video eine Entscheidungshilfe geben, falls ihr überlegt, was ist denn für mich die bessere Ratsche. Bis zum nächsten Mal.